Since in the 70s. I don't know exactly what year. I never felt that Klaus was in competition with anybody. Klaus was not the leader of a band. He was not, you know, he was very much an artist who fell into a category of being a multifaceted artist. Klaus came in the first day of the session, and I was overwhelmed by his appearance. He was just strikingly handsome, and he was very, very modest, almost retiring in his modesty. You know, he would keep his eyes down, and then suddenly he would look up, and then they would look down again very, very soon after. And then Klaus, I don't know whether he had just been sort of noodling on his bass, but he started playing this. Son of a gun. And I said son of a gun in reaction to his playing. It didn't have anything to do with the song. Du hast gesagt, die Liverpooler, das ist so ein eigener Schlag. Gehört es damit dazu, dass man mit 17, John Harrison war 17, als er nach Hamburg kam, gehört es dazu, dass man mit 17 einfach mal sagt, tschüss Mama, ich werde jetzt Musiker, ich spiele jetzt auf der Reeperbahn in irgendwelchen dunklen Clubs? Ja, die haben sich einfach durchgesetzt. Ich habe das später eben mitgekriegt und Georges Mutter war eine ganz liebe Frau und der Papa auch ganz, ganz lieb. Und die haben sich einfach haben gesagt, das müssen die Jungs jetzt haben. Dann sind die losgezogen. Nicht so ganz einfach. Du warst ja dann da richtig viel in dem Kaiserkeller, hast ja lange Nächte durchlebt. Es gibt von dir die eine Grafik im Film, wo man sieht, irgendwann geht die Tür auf und die ersten Sonnenstrahlen fallen rein. Aber du warst doch Grafiker oder hast da noch studiert? Wann hast du dann geschlafen? Ja, ich wohnte in Eimsbüttel und bin dann mit dem, ich weiß nicht, wie man Hamburg kennt, bin dann mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn ins Springerhaus, wo die Zeitung, wo ich gearbeitet habe, im Springerhaus. Und das war morgens um 7:30 und nachts war ich die ganze Nacht unterwegs und dann wurde ich manchmal ein bisschen müde und bin dann auch tagsüber mal so am Schreibtisch ein bisschen eingeschlafen. Der Kontakt wurde dann irgendwann enger zu den Beatles und irgendwann hast du begonnen Bassist, also Bass zu spielen, obwohl du ja eigentlich, hast du ja Grafik studiert, also wie kamst du zur Musik auf einmal? Du hast das ja auch nicht, warst ja nicht an der Schule oder hattest du eine Lehre oder wie hast du Bass gelernt? Also Bass habe ich an sich nie richtig gelernt. Also ich habe nie einen Basslehrer gehabt. Es war einfach, es kam dadurch, dass ich die klassische Gitarre gelernt hatte und dann ist Bassspielen eine Kleinigkeit. Zumindest für das, was ich damals gemacht habe. Also im Studio, das war, wie gesagt, die Lieder waren meistens sehr einfach. Und das gibt ja tolle Bassspieler. Und wenn Leute sagen, ich bin einer der größten Bassspieler, dann denke ich, guck dir mal die an, was die alles können auf dem Gerät. Und das hat mich nie interessiert. Ich wollte nie irgendwelche schnellen Bass-Soli spielen, obwohl ich vielleicht gekonnt hätte, aber es hätte mich auf dem Instrument damals nicht interessiert. Das wollte ich gar nicht. Aber es ist gewachsen. Du warst ja irgendwann in L.A. dann einer der gefragtesten Studiomusiker. Das ist richtig, aber ich war nicht da, um Soli zu spielen, sondern ich war da, um wirklich dem Künstler eine Basis zu geben. Und das habe ich gerne gemacht.
Stimmt das, dass du gar keine Noten kannst oder gar nicht nach Noten spielst? Leider nicht. Habe ich nie gekonnt. Ich hätte ja gerne Musik studiert, aber die Tatsache, dass es mir dann später eben klar geworden, dass ich gar nicht in der Lage war, weil ich ein ganz stark Legasthenie-Problem habe. Ich kann nicht mehr was merken, was ich mir angucke. Kann ich nicht. Also, du kannst mir eine Telefonnummer hintun. In dem Moment, wo ich sage 3, 4, 7, 8, 9, dann kann ich dir das morgen früh noch sagen. Ja. 3, 4, 7, 8, 9, siehst du schon. Aber es hat ja wunderbar funktioniert im Studio. Also man kommt da gut ohne Noten durch. Ja, in dem Fall schon. Da waren wenig Situationen, wo es also nötig gewesen wäre. Und zum Beispiel war da ein Typ aus Japan, der hatte seine Gruppe mitgebracht, der hatte der Larry Carlton, also die besten Studiomusiker in L.A., die es überhaupt da gibt. Und Jim Keltner und ich dann dazwischen. Und dann standen die Noten so vor meiner Nase. Und ich sollte denn das spielen, was da war. Und das habe ich nicht gepackt. Das war schlecht. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Und in einer wahnsinnig spannenden Zeit, also die 60er, 70er, das sind ja für viele Menschen, das sind die zwei Jahrzehnte, wo die Musik explodiert ist, wo ich finde, wahnsinnig viel entstanden ist, viel Erfindungsreichtum. Hat man das im Studio gespürt? Wie war die Atmosphäre? War das ganz trockene Arbeitsatmosphäre? Oder du hast ja da bei ganz vielen Platten, die viele von uns da im Umstehen haben, hast du mitgearbeitet? Ja, wie gesagt, wenn du da im Studio bist, dann denkst du gar nicht so daran, wie die da draußen groß als Künstler oder Stars. Du bist einfach im Studio, hörst dir das Lied an und dann, Mensch, das ist ein tolles Lied. Und dann gibst du das Beste. Ja, du hast, denke ich, ja in so einer Studiosession oft eigene Ideen und wurdest auch gefragt. Das heißt, das Komponieren kam ja auch irgendwie, lag ja in der Luft und du hast ja auch ein paar Stücke komponiert. Wäre das noch was gewesen, wo du sagst, Mensch, hätte ich mal da auch noch einen eigenen Track mit untergebracht auf dem George Harrison-Album oder? Ich hatte halt in dem Fall, da möchte ich sagen, das Pech, dass ich diese tollen Leute, die solche Lieder schreiben, direkt vor der Nase hatte. Okay. George Harrison, Harry Nilsson, also sagenhafte Leute, Lou Reed. Mhm. Und die haben alle, ich kann gar nicht schreiben, Texte schon gar nicht, Musik schon, hätte ich bekommen. Aber ich habe nie, sagen wir mal, das Glück gehabt oder den Ansatzpunkt, jemanden zu suchen, mit dem ich zusammen Lieder schreibe. Ja. Und das ist ein großer Fehler. Ich hätte es gemacht, dann würde es finanziell für mich ein bisschen besser sein. Aber wo finanziell? Wie viel Geld gab es für das Revolver-Album? Ich glaube, es waren 40 Pfund, ja. Aber einen Grammy und... Aber manche sagen, es waren 50, das ist ja schon mal was. Genau. Aber du hast den Grammy bekommen. Warst du bei der Verleihung, ne? Nee, ich glaube, das war zur Manfred-Mann-Zeit. Okay. Ich glaube, das schreiben die jetzt alle nur, weil sie es jetzt gemerkt haben. Ja, das ist überhaupt interessant. Als ich wiederkam nach Deutschland, da hatten so Leute wie Peter Maffay oder Udo Jürgens und ich kannte die alle nicht. Nie was davon gehört. Kannten dich viele? Also das war ja eh ein wahnsinniger Wechsel jetzt aus USA auf einmal zurück nach Deutschland. Doch, und erstmal wieder das schon. Naja, sagen wir mal, der Haupt... Die meisten Leute kannten mich von Manfred Mann, weil Bravo damals die ganzen Fotos, Manfred Mann. Und dass ich dann irgendwie nichts weiter und Revolver kam, die beiden Sachen. Aber das ganze andere, was wir für tolle Sachen mit Harry Nilsson zum Beispiel gemacht haben, das ist der traumhaft, was der für Lieder geschrieben hat, was das für eine Person war, was für eine Persönlichkeit. Und das macht mich so stolz, dass ich solche Leute um mich hatte. Das ist auch der Grund, weswegen ich irgendwann, als es dann nur noch ums Spielen ging, das hat mich dann nicht mehr interessiert. Nur Spielen war es nicht, denn es war dann eben ein Jealous Guy oder, oder diese tollen Lieder, die richtig zu begleiten. Das war schön für mich. Das heißt, du bist an sich Teil der Produktion. Ne? Selten war es, dass dann wirklich aus dem Kontrollraum die großen Ansagen kamen. Und das war eben meine Erfahrung aus Amerika, wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie so dieses, was die Plattenfirmen in Deutschland nicht hatten. In Amerika hatten sie das. Da waren die Produzenten, waren wirklich Leute, die, nehmen wir mal Ahmet Oettingen zum Beispiel, der war Atlantik-Boss
und hat Lieder geschrieben und spielte Klavier und sang, hat Lieder geschrieben für Ray Charles. Ja? Mhm. Und der war dann Boss. Und der hatte zu sagen und hat die Künstler rangeholt. Mhm. Wäre da noch mehr drin gewesen? Also ich habe es auch so ein bisschen bedauert, dass Trio dann schnell, das heißt schnell, sie hatten ihre Jahre, aber das ist dann schnell vorbei. Ja, das ist, sagen wir mal so, und das ist auch, glaube ich, eine sehr deutsche Mentalität, dass die irgendwann größenwahnsinnig werden. Okay. Das war in dem Fall auch so, die wollten dann einen roten Teppich haben und jeder kommt in seiner eigenen Limousine. Und ich ärgere mich sogar, die letzte LP hätte ich schon gar nicht mehr aufnehmen dürfen, weil einfach nicht genug Material da war. Die waren also sowas beschäftigt mit ihrem Ruhm. Das ist völlig falsch. Das hätte zum Beispiel John oder George oder Eric immer neue Sachen macht, Eric Clapton. Und das haben die in Deutschland zu der Zeit zumindest nicht alle verstanden. Und Trio war leider bloß eins von denen. Leider. Ja, eben. Kralle ist schon lange tot. Mhm. Und Peter Behrens hat sich tot gesoffen. Wo waren wir stehen geblieben? Na, wir waren jetzt in L.A. Jetzt komme ich mal zu einer anderen Legende. Beatles-Treffen mit Elvis Presley. Du warst nicht dabei, eigentlich niemand war dabei, nur so eine auserlesene Gruppe. Aber du solltest das Ganze dann illustrieren später, solltest das in Form von Grafik umsetzen und hast ja erstmal recherchiert. Wie bist du davor gegangen? Naja, wie gesagt, es war so, dass Elvis also jetzt mal sehr eifersüchtig war auf die Beatles, weil die ihm sozusagen seinen Ruhm sozusagen streitig machten. Kann man natürlich heutzutage nicht mehr sagen, aber er selber war sehr fand das nicht so toll. Dann haben sie sich getroffen und da dürfen keine Journalisten, keine Tonbandgeräte, keine Fotos, also es gibt nichts von dem Treffen. Nur das, was irgendwelche Leute sagen. Und glaub mir, da sind Leute, die erzählt haben, was da los war, die waren nicht mal da. Ja. Aber du hast Interviews geführt, du bist ja rum und hast erstmal geguckt, Mensch, wer könnte denn da gewesen sein? Ja, genau. Elvis hast du wahrscheinlich nicht gefragt. Ganz extrem recherchiert, wir hatten auch den Joe Esposito, das war der Personal Manager, also nicht der Hauptmanager, sondern der hat ihn persönlich betreut. Und der wusste dann, was wo stand, wie der Raum war und so weiter, der konnte mir viel Informationen geben. Und das war so, als sie sich getroffen haben, da kamen die an in einer Limousine und hatten ordentlich Pott geraucht. Als sie dann ausstiegen aus dem Auto, da kam so eine Wolke aus dem Auto geraucht. Und dann kamen sie rein und plötzlich irgendwie, da standen dann die Mafia-Crew von Elvis Presley auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren die ganzen Liverpool-Leute, die standen da so. Da standen sie sich so gegenüber und keiner sagte was. Und da kam plötzlich John Lennon mit seinem Glusso. Hat jemand den Pink Panther gesehen? Welchen? Es gibt ja 12, glaube ich, inzwischen. Naja, den richtigen, den normalen. Den ersten mit Peter Sellers. Peter Sellers mit dem französischen, auf Deutsch wird das ja, merkt man das ja nicht. Weil er hatte diesen französischen Akzent. Und dann ging John los auf Elvis zu und sagte, you must be Elvis. Okay. Aber du hast ja den Auftrag vom Bauer Verlag gehabt, da möglichst nah an der Realität zwei Bilder zu entwerfen und hast dich für zwei Motive entworfen. Was war das dann letztlich? Ach, das eine war, wo Ringo, das habe ich auch als Druck da vorne, wenn immer jemand das kaufen will, und das ist eine große Billardkugel und in der Billardkugel, da spiegelt sich der Ringo, wie er gerade diesen schwarzen Ball spielt und über seine Schulter guckt Elvis und sagt, hey, you don't play that ball. You should play the white ball. Du sollst nicht den schwarzen Ball spielen, du musst den weißen Ball spielen. Okay. Er sagte, no, no, I'm just lining up the shot. Okay.
very emotional for me because I haven't been in the music business for so many years, and I really said, stop, no more music, this is it. And now suddenly people said, why don't you do this remember thing and visit all those people? And I didn't know that this is going to be so hard on me, that to be back into the in the music business. And suddenly there we were all sitting and playing, and the people are so nice. And I realized all those times, those friends I had, like John died, George has gone, and those all were friends. And then suddenly there I was with Carly, and all this came back to me. It was very emotional, very, very hard. So vain, you probably think.